Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein aussortiert Video für dich, die Klatter, wie auch immer man das nennen mag. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bevor du jetzt irgendwie vorschnell über mich urteilst, ja, ich habe zu viel und deswegen brauche ich Hilfe. Und zwar Unterstützung zum einen von meinen Trash-Paket-Partnerinnen. Zum anderen habe ich eine Nachricht bekommen von einer ganz, ganz lieben Lady, die bei der Jugendhilfe in Schwerin arbeitet. Und dort leitet sie eine Wohngruppe und sie hatte mich auch schon vor Weihnachten gefragt, ob ich nicht Lust habe, wenn ich demnächst ein aussortiert Video drehe, dass ich da dann die Sachen entsprechend oder einen Teil der Sachen denen schicken würde. Ich sage, klar, gerne, mache ich auf jeden Fall. Habe dann tatsächlich auch heute mal dort angerufen und hatte ihre Kollegin am Telefon. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und habe mir dann einfach auch nochmal nachgefragt, arbeitet sie wirklich dort? Ist es wirklich so, ne, dass die auch die Produkte haben wollen und nicht, dass ich da jetzt ein Riesenpaket packe und das funktioniert alles hinten und vorne nicht? Ja, alles gut, alles bestens und deswegen habe ich das soweit alles vorbereitet. Deswegen bin ich auch etwas zerzaust, denn ich habe hier Massen an Produkten gerade tatsächlich bewegt. Denn ich habe sowohl für meine liebe Sebasti, als auch für die Marion, als auch für die Lea und als auch für die Mädels von der Wohngruppe alles soweit hier fertig gemacht und zeige dir jetzt einfach mal zunächst die Produkte, die ich so aussortiert habe und die ich in Tauschpaketen bzw. Tausch-Trash-Paketen weitergeben werde. Das heißt, es wird demnächst ja auch wieder ein paar Trash-Pakete geben, die ich euch zeige, weil ich dann ja auch was zurückbekomme. Und ich zeige euch auch, was ich an die Jugendhilfe geben werde. So, womit fangen wir denn an? Ich sage dir auch, warum ich die Produkte aussortiert habe. Ich glaube, das macht auch durchaus Sinn. Was ich nicht mag, ist, dass ich so, während ich meine Schminksammlung zeige, quasi dann währenddessen aussortiere. Das finde ich blöd. Ich mache das nämlich immer sukzessive und sammle dann auch immer über einen gewissen Zeitraum. Oder ich nehme mir an einem Abend mal irgendwie meine ganzen Highlighter vor und schmink mich ab, teste und so weiter und entscheide dann anhand dieser Geschichten, ob ein Blush, Highlighter, was auch immer, bleiben darf oder ob er gehen darf. Dieses Video wird auch vermutlich ziemlich lang. Ich habe jetzt auch schon wieder ein ziemlich langes Intro, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal. Etwas sehr, sehr Wichtiges vorweg. Ich möchte mit diesem Video weder Marken, die Ewigkeiten in die Entwicklung von einem tollen neuen Produkt gesteckt haben und Herzblut auch in die Entwicklung von Produkten gesteckt haben, noch irgendwelchen Menschen, die sagen, ey, das ist mein Lieblingsprodukt, irgendwie auf die Füße treten. Es ist einfach so, dass manche Produkte einfach bei mir funktionieren und manche eben nicht. Und die nicht funktionieren, die zeige ich dir jetzt einfach in diesem Video. Und zwar möchte ich starten mit dem, was hier direkt vor mir steht. Und zwar ist es für die liebe Marion. Mit ihr habe ich auch schon diverse Trash-Pakete gemacht, diverse Tauschpakete. Ja, ne? Wir schicken uns immer mal wieder sowas zu. Und jetzt haben wir halt gesagt, Mensch, lass doch mal wieder hier zum Jahresbeginn ein Trash-Paket machen. Dann schicken wir uns immer Fotos hin und her und suchen uns das halt von der anderen aus, worauf wir so Bock haben. Und ja, dann wird es zusammengepackt. Kann sein, dass da demnächst noch ein bisschen was zukommt, ich weiß es nicht. Als erstes habe ich, hier drin von Love the Rose Copper Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die habe ich auch schon ein paar Mal verwendet und diese Folie will immer raus, ist ja Wahnsinn. Ich mag die Lidschattenpaletten von Love eigentlich total gerne, aber ich mag diese Fännchen überhaupt nicht. Und ich habe mittlerweile Paletten mit ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Farben in einer höheren Qualität. Und deswegen habe ich mich einfach hiervon getrennt. Hier habe ich von Sleek die Eye Divine Oh So Special Palette. Das ist diese hier. Die ist mir einfach zu dunkel, wenn man das mal so sagen darf. Also von den Tönen her zu dunkel, von der Farbkonstellation ist sie mir einfach, sie spricht mich nicht an und ich würde dann auch nicht weiterhin dazu greifen. Deswegen, ja, so schaut sie aus. Ne? Also ich finde sie wirklich viel zu dunkel und die hellen Farben, ja, kann man machen, aber ich habe es jetzt ein paar Mal auch auf dem Auge getragen, aber es ist einfach nichts für mich. Auch aussortiert habe ich von Catrice Contouring das Bronzing Powder. Das ist dieses hier. Ja, ist mir ein bisschen zu rot tatsächlich im Gesicht. Also das ist ja eigentlich relativ aschig und das schimmert halt auch ein bisschen. Ne? Das ist nicht unbedingt was für mich, was ich gerne mag. Ich hatte hier auch tatsächlich mal einen Spiegel draufgeklebt, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Ne? Aber ja,
ne, spricht mich nicht so an. Da habe ich einfach welche, wo ich viel, viel lieber zugreife und die ich euch auch zum Beispiel in meinem Favoritenvideo gezeigt habe. Die Blush-Palette von Essence, die Love-Palette aus der Good Vibes, Good Memories-Palette darf jetzt auch gehen. Dieses Blush-Trio. Ich mag nicht so gerne, wenn ich Paletten habe, wo ich verschiedene Blush-Farben drin habe. Ja, schwierig. Weil meistens nutze ich eine Farbe davon gar nicht. Gut, man kann sich da auch was mit mischen. Das ist eigentlich dann auch gar nicht so verkehrt. Aber die hat mich einfach nicht gekickt. Also ich fand sie in dem Moment, wo ich sie neu hatte, fand ich sie schön. Ich habe sie verwendet, ich habe sie getestet. Aber irgendwann habe ich da überhaupt nicht mehr zugegriffen. Blush ist auch bei mir so ein Thema. Ich muss noch meinen Vibe finden. Also mein Herzensblush, ja. Genau, jetzt wo Rival de Loup Young ja aus dem Sortiment geht, muss ich mir sowieso noch eine Alternative suchen für meinen geliebten Blush. Wenn der mal irgendwann leer ist, dann weine ich wahrscheinlich. Dann habe ich hier von Duze ein Lidschattenquattro. Das ist dieses hier. Das hatte ich auch letztens in einer, ich glaube, Glossybox oder so. Nee, Quatsch, das war im Look Fantastic Strumpf drin. Ja, ich finde Quattros langweilig. Und ich fand das auch von der Qualität her auf meinem Auge, das hatte ich ja direkt beim Unboxing getestet, ne, fand ich das nicht ausreichend. Ja, ein paar Pinsel hat sie sich ausgesucht. Das ist hier einfach so ein random Konturpinsel. Ich benutze ja keine Cream Contour, deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Und meine Wimpern jucken gerade. Kennst du das? Wenn deine Wimpern jucken? Das ist total merkwürdig vom Gefühl her. Boah. Dann habe ich hier noch einen Essence-Pinsel. Das ist so ein Foundation-Pinsel. Jo, ne, ist ganz okay, aber hat mich jetzt auch, wie gesagt, nicht geflasht, ja, leider. Dann habe ich hier von The Balm einen Blush, der mir einfach zu krass ist. Das ist dieser hier, Instain. Hatte ich, glaube ich, selber mal in einem Trash-Paket, ne, also der ist einfach pink. Und der ist mir einfach zu krass. Was steht da oben drin? Wear it well, vous va bien. Tag ist gut, es wird dir gut gehen, irgendwie sowas. Okay, dann habe ich aussortiert die Essence Pocahontas Contouring Palette. Das ist ähnlich wie bei meiner Blush Palette. Somit reiße ich zwar meine Essence Disney Sammlung auseinander, weil das dann halt die Palette ist, die fortgeht, alle anderen bleiben ja, aber nee, einfach nie. Spricht mich nicht an, sieht nicht gut aus bei mir, ist mir entweder zu schwach oder zu dunkel und nee. Ja, Balea Body Butter Milk and Coconut, weil es halt Kokosnuss ist, wird aussortiert. Ich mag keinen Kokosduft. Weitere Pinsel, einmal von Luxie, ein Highlighter-Pinsel, das ist so ein Fanbrush. Ich komme mit diesen Fanbrushes überhaupt nicht klar. Und aus meinem Luvia Prime Vegan Pinselset, das ist dieser Pinsel, den benutze ich einfach überhaupt nicht. Ich wüsste nicht wofür. Den könnte man verwenden, um Concealer so unter dem Auge aufzutragen. Aber das mache ich ja eh mit meinem Schwamm. Dann von Tamtam habe ich hier den Liquid Eyeshadow. Den hat sie sich ausgesucht. Ja, ne? Creased bei mir, funktioniert bei mir nicht. Von Sephora Flash Sequence heißt die, glaube ich. Ne? Das ist aus dem Adventskalender gewesen. Auch das eine Palette. Ja, hat so schöne Duochromes drin, aber die habe ich in der 1991-Palette auch. Und ja, ich habe damit den einen oder anderen Look auch probiert, aber hat mich nicht so angesprochen, weil es mir dann doch vom Ergebnis zu dunkel her war. Deswegen von Douglas den Chic and Shine Highlighter Stick, weil es einfach ein Highlighter Stick ist. Ich hatte tatsächlich eine Zeit lang versucht, dass ich auch Highlighter Sticks verwende. Nö, ich greife da nicht zu. Ich habe es dann bei mir im Badezimmerschrank stehen. Einen habe ich da auch noch drin stehen tatsächlich, von Amber Valletta. Genau, den versuche ich mir wirklich morgens, dass ich dann dran denke und mir den aufgebe und so. Aber irgendwie, nee, mag ich nicht so gerne. So, von Kiko habe ich hier ein Jelly Stylo. Also das ist ein Lippenstift. Der ist aber eher wie ein Lipgloss oder Lippenbalsam. Die Farbe ist die 501 und das ist halt einfach so ein recht durchsichtiger, leicht schimmernder Ton. Ja. Nee. Ein bisschen zum Dupe von dem NARS Orgasm Lippenstift, würde ich jetzt mal so sagen. Aber nee. Dann von Smashbox habe ich hier einen Mini-Lippenstift, den ich ins Trash-Paket mit reinpacke, den sie sich ausgesucht hat. Der ist einfach rot. Und rote Lippenstifte habe ich ja so viele da. Also da brauche ich nicht noch einen. Von Bare Minerals habe ich dieses Lippenprodukt aussortiert, weil mir einfach die Farbe überhaupt nicht gefällt. Ich mag dieses
auf meinen Lippen überhaupt nicht gerne. Von Luvia habe ich die Rose Golden Eyeshadow Palette Endless Nudes Volume 1 aussortiert, weil, ja, das einfach längliche Fännchen sind, weil mir das einfach irgendwie nicht so zusagt und ich da tatsächlich andere Lidschattenpaletten habe, die, ja, mich mehr animieren, sie anzupacken und sie zu verwenden. Eine Foundation von Revolution Pro, die Foundation Drops hat sie sich ausgesucht, hatte ich mit euch ja auch im Video mal zusammen getestet, verwendet, haben bei mir nicht funktioniert, deswegen, ne, kann sie da ihre Freude mit haben. Zwei Lippenprodukte von NYX Cosmetics aus dem Adventskalender, glaube ich, sind die, habe ich ebenfalls aussortiert, das sind diese zwei. Das ist einmal so ein, dieser hier ist halt so ein richtiger Kupferton, der ist halt mit einem richtig krassen Schimmer. Und das hier ist halt so ein richtiger goldener. Einen goldenen habe ich von Huda Beauty, den verwende ich auch sehr, sehr gerne. Das heißt, den brauche ich dann nicht. Cosmic Metals, ja. Und Liquid Suede steht mir nicht. Die Glow-Palette von 183 Days, die Banana-Palette, das ist eine Highlighter-Palette, sortiere ich aus. Ist mir zu bunt. Komme ich nicht mit klar, sieht auf meinem Gesicht auch nicht schön aus, weil selbst dieser Ton, wo ich dachte, Mensch, ne, der ist so ein bisschen Champagnerfarben. Nee, der schimmert irgendwie in allen Farben, nur nicht in der Farbe, die ich gerne hätte. Der hier ist mir zu gelb, zu dunkel und der ist mir einfach zu grün und da sehe ich aus wie der Grinch. Genau, und dann habe ich hier noch in dem Paket die Make Your Dreams, oh Mann, überall sind Sammys Haare, Make Your Dreams Come True Palette. Ich habe da gar nicht mehr zu gegriffen, ne. Das ist dann auch irgendwie schade, wenn ich sowas im Schrank habe. Sie ist mir auch irgendwo zu groß. Die ist so sperrig. Da kannst du nur mitarbeiten, indem du die halt auf den Tisch legst und dann kannst du dann halt pinseln. Aber du kannst sie halt nicht so in die Hand nehmen und dann so pinseln. Und das mag ich lieber. Also bei mir halt genau so ein Zwischending zwischen einem Quattro und sowas. Das wäre halt das, was ich gerne verwende. Halt ganz normale, reguläre, langweilige Lidschattenpaletten. So, das ist dann halt die Kiste, die an die liebe Marion geschickt wird. Als nächstes habe ich hier die Kiste, die ich an die liebe Lea schicken werde. Mit Lea habe ich quasi das Tauschpaket zuerst angefangen zu planen. Genau, deswegen sind hier auch echt Kracher drin, um das mal so zu sagen. Aber ich kriege auch entsprechend Kracher zurück, deswegen alles gut. Den habe ich mit euch auch zusammen ausgetestet, der Revolution Pro Hydra Matte Primer. Ja, ne? Den habe ich, ich glaube, sogar zweimal. Einmal in meinem Full Face Revolution Pro und einmal in meinem, wobei, nee, ich glaube, das Video ist noch gar nicht online, das kommt noch online. In meinem Produkte sind kurz davor zu gehen Video habe ich den auch getestet. Ich möchte keine matte Haut haben. Ich möchte Glowy Skin haben. Das heißt, ich möchte genau das Gegenteil von dem hier haben. Zum Beispiel möchte ich gerne How Cosmetics Pearl Shine Elixir. Das ist meins. Das hier nicht. Auch von Revolution Pro hat sie sich das mattierende New Neutral Translucent Pressed Powder ausgesucht. Also ja, sie interessiert sich ganz offensichtlich sehr für die Marke und möchte sie auch einfach mal ein bisschen testen. Dann habe ich tatsächlich meinen Becker Under Eye Corrector aussortiert in der Farbe Light to Medium. Ja, habe ich mir auf Empfehlung von so vielen Leuten geholt. Also da habe ich auch immer mal wieder was verwendet, aber halt jetzt nicht so ultramäßig. Habe dann auch immer wieder versucht, mich dran zu erinnern, den dann auch unter einem Concealer zu verwenden. Zum einen ist es mir zu lästig, etwas nochmal zusätzlich zu verwenden. Zum anderen finde ich, Concealer müssen auf meiner Haut direkt funktionieren. Ansonsten habe ich eh dieses Gefühl von Schwere unter meiner Augenpartie und das möchte ich nicht. Dann hat sie sich ausgesucht, dieses witzige Produktchen, dieses Banana Powder von Rival de Loop. Das kann man in so eine Palette reinklippen. Von The Ordinary hatte ich hier das Produkt Hyaluronic Acid 2% und B5. Das habe ich ja nicht vertragen. Das hatte ich auch gesagt, habe ich ungefähr zur Hälfte verwendet. Also ist ein bisschen mehr als die Hälfte noch drin. Ne? Brauche ich nicht, will ich nicht, kann sie sehr gerne haben. Dann hat sie sich auch ausgesucht von Love, das Luxury Oil. Ja, kannst du sowohl als Primeröl verwenden, als auch für die Haare, für den Körper. Für Haare und Körper finde ich es aber ein bisschen teuer und ja, ich hatte das als Primer halt verwendet und ich muss sagen, dass ich die Foundation, die ich danach aufgetragen habe, die ist mir so im Gesicht rumgerutscht. Also ist bei mir nicht richtig eingezogen. Ich habe dem auch teilweise echt eine halbe Stunde gelassen, um einzuziehen. Hat alles nicht funktioniert, deswegen muss es jetzt leider gehen. Auch aussortiert und von ihr dann ausgewählt, die Barbour Ultra Definition Mascara, die war mir einfach zu schwach. Sie definiert, sie gibt ein bisschen Länge, sie gibt schon einen aufgefächerten Blick. Aber was sie halt nicht gibt, ist das, was ich gerne habe. Ein bisschen Fliegenbeine, ein bisschen Wimpernverdichtung, ein bisschen Wawawum. Genau, das gibt sie leider nicht.
Und ich habe einfach genug, als dass ich dann entscheiden kann, ob ein Produkt bleiben darf oder ob es gehen darf. Ne? Das ist halt eben hier auch irgendwo ein Stück weit Teil dieses Kanals. Ich teste Produkte und wenn sie halt nicht gefallen, was soll ich damit machen? Dann werde ich sie ja nicht wegschmeißen. Dann spende ich sie entweder oder ich gebe sie in Trash-Paketen weiter. Also, ne, oder halt Freunde, Familie, Verwandte. Ne? Ich verteile es in der Welt. Verlosen ist immer so schwierig. Benutzte Produkte verlose ich so ungern. Ja, dann von Manaka da habe ich die Blumenmascara ebenfalls aussortiert. Zum einen wegen dem Geruch und zum anderen, weil sie halt auch zu wenig Kabuff macht. Ja, dieses Produkt habe ich leider nicht vertragen. Das ist von Glisscur, das Everyday Oil Elixir. Das hat meine Haare leider nur beschwert und ja, nichts Gutes gemacht tatsächlich. Also deswegen darf das jetzt auch einfach gehen. Das ist für Droghaar. Auch aussortiert, beziehungsweise weil ich ihn doppelt habe, Too Faced Chocolate Soleil. Das ist dieses Produkt. Das ist ja, die Mini-Version davon. Ja, ich persönlich mag am liebsten den Milk Chocolate Soleil. Das ist jetzt der Chocolate Soleil, das heißt noch ein bisschen dunkler. Und den hat sie sich ausgesucht. Von Tarte, weil diesen Blush sehe ich einfach nicht, ist der Exposed Blush. Ne, ich habe noch die andere Farbe davon, die ist ein bisschen intensiver, die mag ich auch lieber. Genau, und den hat sie sich ausgesucht, da sieht man auch hier im Pfändchen den Amazonas. Zwei Blushes von Love. Einmal in der Farbe Be the Next CEO. Tatsächlich muss ich dazu sagen, er glänzt mir zu sehr. Und er ist mir doch ein Stückchen zu pink. Bei diesem Blush, Be the Game Changer, ist es so, dass er mir zu hell ist. Ich sehe ihn fast gar nicht auf meiner Haut. Und das ist mir dann einfach irgendwie zu wenig. Ich brauche mehr. Ich brauche nicht nur ein leichtes Highlight. Ich brauche ein... Man soll es sehen. Also ich habe heute ja nicht wirklich viel. Ich habe mich jetzt nach der Arbeit hier direkt hingesetzt. Ne? Heute Morgen habe ich mal versucht, mir so einen Monolidschatten aufzugeben. Das hat auch eher schlecht als recht funktioniert. Den werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal aussortieren. Aber den habe ich jetzt heute einmal nur erstmal getragen. Den muss ich noch ein paar Mal öfter tragen. Mascara, Eyeliner, mehr habe ich gar nicht drauf. Ich habe ein bisschen unreine Haut, aber da sehen wir drüber hinweg. So, auch ausgesucht hat sie sich von Revolution Pro die New Neutral Luxe Shadow Palette. Auch die habe ich mal verwendet mit euch zusammen. Ja, aber sie ist dann doch zu ähnlich zu den Paletten, die ich schon bereits habe. Und ja, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ne? War ganz okay, aber halt nichts, wo ich sage, ja, das ist es wert, dass dieses Produkt in meine Sammlung einzieht. Nein, wunderschön vom Packaging. Ich mag diese Leo-Optik total gerne. Aber manchmal muss man sich dann halt auch von Dingen trennen, wo man halt auch nur schwankt. Weil wenn man schon schwankt, dann steht man dann davor und denkt sich, nee, ich nehme doch eine andere, weißt du? Und das möchte ich nicht. So, das hier ist wahrscheinlich das Highlight des Ganzen. Ja, Benefit Cheek Parade. Diese Palette habe ich tatsächlich aussortiert. Warum? Weil eigentlich nur ein einziger Blush davon mich wirklich anspricht. Und zwar dieser hier, der Rocketeur. Die anderen... California, okay, ja, ist noch einigermaßen schicki. Dandelion ist weder ein Highlighter noch ein Blush für mich. Also das gibt kein richtiges Highlight, so wie ich es gerne hätte. Den Hoola finde ich irgendwie, steht mir nicht, mag ich nicht. Hoola Light sieht aus wie ein Puder, obwohl ich echt hell bin im Gesicht. Ne? Hoola Light brauche ich dann in dem Sinne nicht. Das heißt, die einzigen, die mich grob interessieren, sind diese zwei. Dafür brauche ich die ganze Palette nicht. Dann gebe ich die lieber in warme Hände weiter und bekomme dann dafür etwas, was ich dann vielleicht doch ein bisschen häufiger verwende. So, auch aussortiert habe ich die BH Cosmetics Kali Balbe Palette. Damals war ich super heiß drauf, habe sie aber so gut wie nie verwendet. Also, weiß ich nicht. Sie hat ja die verschiedenen Lidschatten oben und dann die Highlighter. Nee. Die ist zwar schön hell und die macht auch wirklich schöne Looks. Also da kannst du dich ordentlich mit schminken. Das ist alles 1A, macht auch richtig, richtig Freude. Aber ja, die gleichen Farben habe ich in so vielen anderen Paletten. Highlighter habe ich auch zuhauf. Diese beiden würde ich niemals als Highlighter verwenden, weil zu dunkel. Wenn dann nur diese zwei. Sieht man bei dem auch, da habe ich ordentlich was verwendet. Und ja, es sind halt echt ziemlich langweilige Farben. So, deswegen darf sie gehen. Dann habe ich hier von Stila diesen Black Obsidian Ink Eyeliner mit reingepackt. Das ist ein Cushion Eyeliner.
mag ich nicht, komme ich nicht mit klar. Ich mag lieber meine Filz-Eyeliner. Ich finde ja schon Gel-Eyeliner schwierig anzuwenden. Aber dann auch noch ein Cushion, oje, oje, nee, nee, da verzweifle ich. Auch aussortiert habe ich meine Camouflage-Cream von Barbour. Die ist mir einfach zu dick, zu gelb auch irgendwie. Ja, sie ist mir zu gelb. Also, ne, ungeschönt hier bei mir immer, ne. Nee. Die Magier Base Magique habe ich aussortiert, weil sie mir irgendwie dann doch nicht wirklich gefallen hat. Hatte ich in einem Zuschauerpaket mit drin gehabt. Also, ne, normalerweise sortiere ich sowas ungern aus, aber ich kann da nichts. Was soll ich denn damit machen, ne? Ich habe die ein paar Mal verwendet. Sie ist sehr, sehr fest von der Konsistenz. Sowas mag ich nicht so gerne. Die macht dir zwar wirklich ein Gesicht wie Photoshop, aber dann halt schon wieder matt. Und das möchte ich doch nicht. Nein, nein. Pornverfeinerung und sowas macht sie alles, aber sie macht halt nicht diesen Glow, den ich haben will. Dieses Produkt von IGK, keine Ahnung, Mistress Hydrating Hair Balm, wird ebenfalls aussortiert. Ich mag einfach keine Haarstyling-Produkte, habe ich jetzt ein paar Mal verwendet gehabt, dass ich die Haare so offen hatte. Es ist eigentlich dafür da, um halt die Haarspitzen so ein bisschen gepflegter aussehen zu lassen. Ich finde aber, dass es bei mir doch etwas zu sehr verklebt ist und irgendwie, es sah ungepflegt aus. Bei mir sah das nicht aus. So, den L'Oreal Infallible More Than Concealer gebe ich weiter, weil ich einfach damit nicht klarkomme. Der kriegt mir halt irre in die Fältchen. Der ist zu dick unter der Augenpartie und ich mag ihn einfach nicht. Von Wunder 2, Prime and Behold Professional Primer for Color Cosmetics. Ja, ne, das ist ja quasi ein Lidschattenprimer. Komme ich nicht mit klar. Von Skin Chemists Rose Quartz Youth Defense Lip Plump. Ich mag nicht so gerne Lip Plumping Produkte. Nee, habe ich auch, wie man sieht, jetzt nicht so ultra oft verwendet, weil ich einfach dieses Gefühl nicht so gerne mag. ja, auch den Concealer von Revolution Pro habe ich aussortiert. Ja, auch den habe ich nicht so gut in Erinnerung. Der ist mir in die Fältchen gekrochen, der sah einfach nicht aus, hat mir nicht gefallen. Von Maybelline Superstay Matte Ink. Ich mag einfach mittlerweile keine Lippenprodukte mehr, die so matt sind. Diese Ultra Liquid Lipsticks, die dir einfach den ganzen Mund abtrocknen und alles sieht irgendwie tot aus, mag ich nicht. Ich bin eher der Glossy Mensch. Von Physicians Formula Brow Last oder Brow Last. Dieses Produkt, das ist auch nichts für mich. Das ist, ja, mir viel zu kompliziert. Also man muss im Prinzip das hier oben rausdrehen. Dann hast du hier ein Pinselchen, mit dem du niemals deine Augenbrauen nachmalen kannst, wenn du ich bist, weil ich einfach fisselig kleine Augenbrauen habe. Da musst du mit dem Pinselchen hier dran das auf die Augenbrauen auftragen und dann mit dem Bürstchen, was hier ist, oder mit einem anderen Spoolie entsprechend ausbürsten. Nein. Auch hier haben wir wieder so ein mattes Produkt von Stage Color Cosmetics. Ja, auch der wird aussortiert, weil zu matt. Und last but not least habe ich hier drin die Luvia Cosmetics Lidschattenpalette. Und zwar dürfte das die Matt Mosaik sein. Und wie sagt uns der Name jetzt schon? Ich möchte, ja, Matt Mosaik, ich möchte definitiv keine reine matte Palette haben. Weil da muss ich die definitiv mit irgendetwas kombinieren und das nervt mich. Und deswegen, also ich habe da noch nicht viel mit gearbeitet. Ich glaube, ich habe da 2-3 Looks mit geschminkt, ne? Und, ja, nee. Also sie ist schön bunt, ne? Das muss ich wirklich sagen. Das sind wunderschöne, intensive Farben, die mir auch echt gut gefallen. Also gerade dieser Weinleaf, dieser dunkelgrüne Ton, das war für mich eine relativ einzigartige Geschichte. Hatte ich jetzt so nicht in den anderen Paletten bisher drin gehabt, aber nee, wenn es jetzt nur wegen einem Ton, da behalte ich jetzt keine ganze Lidschattenpalette. Da muss man dann auch mal ein bisschen radikaler aussortieren. Und das war dann die bisherige Kiste für die liebe Lea. Kommen wir nun zu der Box für die liebe Sebasti. Da habe ich einmal drin ein Parfum von Le Parfumeur. Das ist, glaube ich, das Wiesenflair. Habe ich ein paar Mal getragen. Bei mir verfliegt der Duft leider viel zu schnell. Deswegen wird es aussortiert. Dann habe ich hier das Fixing Spray, Fix and Care Spray Silk von Catrice. Das macht bei mir leider nichts. Also es fixiert nicht das Make-up. Und nee, deswegen darf es halt auch gehen. Dann habe ich diese zwei Highlighter hier von Essence aus der Berry On Collection. Das ist der Berry Vibes und der Berry On My Mind Highlighter. Der hier ist mir zu rosa und der hier ist mir einfach zu dezent tatsächlich. Der sieht sehr, sehr dunkel in diesem Fännchen aus, ist aber einfach dezent und das ist traurig. So, dann habe ich hier den Catrice Arctic Glow Highlighting Powder Highlighter in der Farbe Jupiter's Glow.
der ist mir einfach zu arktisch. Der hat auch einen leichten Blauschift mit drin oder einen bläulichen Schimmer. Das mag ich nicht, das mag ich nicht. Ich mag das nicht, ich mag es nicht. Ich mag einfach am liebsten so champagnerfarbene Highlighter, ne? Die halt irgendwie auch zu mir passen. Und dann halt auch zum Gesamtbild, wenn ich ganz geschminkt bin. So aus der ähnlichen, das ist die, ja, High Glow Mineral Highlighter Powder in der Farbe 010 Light Infusion. Also das ist von der Machart sehr, sehr ähnlich. Der ist mir aber zu dezent tatsächlich. Dann von Sleek habe ich hier zwei von diesen Highlighter Paletten. Man kennt sie ja wahrscheinlich. Das hier ist die Cleopatra's Kiss Palette. Die ist ein bisschen dunkler als diese hier. Das ist sie, die Solstice oder Solstice heißt die, glaube ich. Genau, die beiden, die dürfen auch gehen. Ist halt, ne, auch Creme Highlighter mit dabei. Ich mag keine Creme Highlighter. Genau, zwei Stück so, sogar jeweils, ne. Und dann entsprechend die anderen Highlighter. Nee. Da habe ich schönere, die ich lieber benutze. So, dann von Trended Up Ultra Wear Nude Pen Matte. Wie der Name schon wieder sagt, Matte Ciao. Von Max Factor die Whipped Cream Foundation in der Farbe 50 Natural. Die sehe ich quasi gar nicht auf meinem Gesicht. Ich meine, wenn ich eine ganz ultra softe Foundation haben möchte, dann würde ich die nehmen oder eine BB Cream. Und dann würde ich eher zu einer BB Cream oder zu einer CC Cream tendieren und weniger zu sowas, ne? Das ist ein Mousse Make-up, finde ich eigentlich ganz schön. Den Duft mag ich auch richtig gerne, aber nee. Aus dem H&M Adventskalender habe ich zwei Schimmerlidschatten aussortiert. Die habe ich jetzt auch Weihnachten noch getestet und gemerkt, dass ich sie einfach nicht gerne mag. Einmal in Silber, einmal in Gold, weil sie einfach krümmeln bei mir. Ja, entweder habe ich nicht den richtigen Glitterglow dafür oder ich bin einfach zu dämlich, im Glitzer aufzutragen. Ich weiß es nicht. Auch diese Foundation darf gehen, weil sie mir zu trocken ist. Von Maybelline, die Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. Hatte ich tatsächlich im Adventskalender von Jana mit J drin. Ist mir zum einen zu hell, zum anderen zu trocken. The Ritual of Karma. Das ist ein Fußbalsam mit Holy Lotus und Organic White Tea. Der hat bei mir gebrannt. Der riecht wundervoll. Der riecht so, so toll nach diesem Holy Lotus Schlag mich tot. Aber er ist einfach, der brennt auf meinen Füßen. Ich habe sehr empfindliche Füße, wirklich. Diesen Blush habe ich bei mir ungefähr gar nicht gesehen. Maybelline Fit Me in der Farbe Colorette ist es, glaube ich. Hä? Nee, 35 Coral, genau. Ist mir zu dezent. Das Sante 2-in-1 Contouring and Bronzer Powder ist mir zum einen zu warm und zum anderen kann ich dieses helle Gedöns gar nicht gebrauchen. Das ist irgendwie komisch. Das Sleek Eye Quad Eyeshadow and Eyeliner Midnight Blues Limited Edition habe ich, glaube ich, nicht einmal getragen. Liegt aber auch daran, dass es mir einfach zu langweilig erscheint, wenn ich es halt vor mir habe. Es ist halt in so einem Verpackungsgedönsen, genau. Und da hast du halt im Prinzip nur drei Töne zur Auswahl, die halt für mich auch wieder zu dunkel sind. Und halt den Eyeliner. Spricht mich null an. Nö. Und wenn man sich fragt, oh Mann, Claudi, ganz ehrlich, warum kaufst du dir den ganzen Scheiß denn dann, wenn du ihn doch nicht mal benutzt? Naja, zum einen, weil ich ja auch Produkte teste und schaue, vielleicht ist die Qualität dann doch gut. Ich meine, dafür bin ich da. Dieses Gesicht ist dafür da, um für dich neue Geschichten zu testen und dir vielleicht Anreize, Inspiration und Ideen zu liefern. Andererseits ist es auch so, dass ich ja auch Pakete zugeschickt bekomme, sei es Zuschauerpakete, PR-Pakete oder Trash-Pakete oder Freunde laden ihre nicht verwendbaren Geschichten bei mir ab und sagen, Claudi, teste mal. Davon ist tatsächlich einiges auch schon bei mir in der Sammlung drin, aber nicht alles. Und ja, deswegen, ne? Da muss man dann halt auch irgendwann sagen, Leute, ich trenne mich dann auch von dem, was ich einfach nicht verwende. So, ich muss mich hier, glaube ich, gar nicht rechtfertigen, oder? Ich rechtfertige mich trotzdem ständig, ich bin halt so. Dann aus dem Love Adventskalender die Eyeshadow-Palette Smoky, die mir einfach zu dunkel ist. Ich hatte auch in meinem Adventskalender-Unboxing die Palette einmal verwendet. Und als ich das Video geschnitten habe, habe ich echt gedacht, boah, ey, Claudi, ganz ehrlich, das sieht furchtbar aus. Es ist mir viel zu dunkel, wirklich. Also wirklich, nee. Ich überlege gerade, was die hätten machen müssen, damit ich die Palette behalten hätte. Ich meine, die Pigmentierung ist gut, die Qualität ist gut, ne? Aber nein, zu dunkel, mag ich nicht, ist nichts für mich. Dann Miss Lynn Cutie Pie, der Trio Bronzing Blush, ist ja quasi ein Dupe zu dem von Too Faced.
habe ich verwendet, fand ich viel zu hell. Voll doof. Das hat mich super geärgert. Also hat man quasi gar nicht gesehen. Der hat einen leichten Schimmer drin gehabt und alles. Und war mir dann doch zu hell. Ja, voll schade. Fand den hübsch. Ja, die Catrice Bold Gold Palette plus Pigment. Ja. Als ich mein Silvester-Make-up schminken wollte, habe ich sie in meinem ersten Versuch verwendet. Nee. Also die Qualität der Farben hat mir überhaupt nicht gefallen. Die haben sich nicht so schön ausblenden lassen wie andere Paletten, die ich nun mal habe. Und diese Glitzertöne fand ich auch überhaupt nicht schön. Hat mir gar nicht gefallen. Das hat mir alles runtergekrümelt. Und wenn ich halt wirklich nur nach den Tönen gehen würde, die ich aus dieser Palette gerne verwende, dann sind dann halt irgendwie nur so Nude-Töne. Und die habe ich in anderen Paletten mit einer besseren Qualität drin. Dafür brauche ich nicht eine extra Palette haben, zu der ich nie greifen werde. Auch von Revolution Pro habe ich aussortiert. Sculpt and Glow. Contour and Highlighter Palette. Ja. Ne, der Highlighter war ganz schön. Das Konturprodukt war mir zu rotstichig. Dann habe ich Essence Spread the Magic. Das ist ein Baked Highlighter. Aus der Limited Edition vom letzten Jahr. War mir zu wenig. NYX Professional Duo Chromatic Illuminating Powder. Ja, Snow Rose ist die Farbe, war tatsächlich auch im NYX Adventskalender drin. Das ist holographisch, das kannst du dir nicht über dein Gesicht geben. Das ist für mich weder ein Highlighter noch ein Ersatz zu dem Produkt von Love. Ne? Also Love hat ein wundervolles Produkt in der Art und Weise rausgebracht, was man sich wundervoll über die Foundation, über den Puder als Glow Finish geben kann. Wenn du dir dieses Produkt Full Face aufgibst, siehst du aus wie eine Disco-Kugel in bunt. Also no way, nicht mit mir, mag ich nicht. Und als Highlighter wieder zu wenig und zu holographisch. Zu bunt dann wieder für mich. Manhattan Wake Up Radiance Finishing Powder in der Farbe Ivory. Ja, nee, hat bei mir jetzt irgendwie mehr ausgetrocknet, als es das irgendwie hübsch gemacht hätte. Das Radiance, beziehungsweise dieses Glowy Finish oder wie auch immer, Natural Glow steht hier drauf, ist wirklich sehr, sehr dezent. Ich krieg's gerade gar nicht mehr auf. Gestern meine Nägel lackiert und jetzt schon wieder im Arsch. Genau, das bekommst du eben durch den Ton hier oben und durch den Ton hier unten, weil die halt so ein bisschen schimmernd sind, aber ich finde das einfach nicht so schön wie den von Love. So. Und bis ich den von LOV oder Love aufgebraucht habe, wird es eh noch ewig dauern. Dann von Catrice den Blush oder die Blushbox Glowing and Multicolor in der Farbe It's 1 O'Clock habe ich ebenfalls aussortiert. Spricht mich nicht so an. Ich habe, wie gesagt, noch nicht mein perfektes gefunden und nee. Freiwillig habe ich da einfach nicht mehr zugegriffen. Immer nur, wenn ich mich dazu gezwungen habe. Der hier war mir L'Oreal Le Blush. Ja. Rose Bon Mine Rosy Cheeks Blush. Der war mir zu sehr schimmernd tatsächlich, dass ich das mal sage, ne? Zu extrem. Also der, ja, hat mich nicht angesprochen. Da habe ich lieber den Orgasm von NARS oder eben den Luminoso von Milani hier tatsächlich als den. Von Trended Up eine Eye Contouring Palette. Das ist diese hier. Ja, ne, ist wieder so ein Quattro. Ich mag nicht so gerne Quattros. Ich mag nicht so gerne, dass das hier so baked ist. Also, dass es quasi so wie Hubbels hochsteht, finde ich irgendwie so. Und ja, du hast halt nur einen Schimmerton dabei. Ansonsten zauberst du dir damit ein sehr, sehr dunkles Augen-Make-up. Nö. Finish Touch Blush von 183 Days in der Farbe 010 Touch of Peach ist mir zu wenig. Larizzi Contour Stick in der Farbe Aloha verwende ich nicht bei Cream Contour. Liquid Shadow Eye Candy von Bella Pierre ist mir einfach in die Fältchen gerutscht. Der Crease, das mag ich nicht. Revolution Amazing Lipstick in der Farbe Simmer. Ja, ich habe genug rote Lippenstifte, deswegen darf jetzt mal der hier gehen. Und hier haben wir ein Ultimate Matte von Catrice. Ja, in dieser dunkelroten Farbe ist per se ganz schön, aber es ist halt matt. Ein Lip Duo von Douglas spricht mich von den Farben her leider überhaupt nicht an, wenn ich es halt auf den Lippen habe. Ich hatte das damals geswatcht, als ich den Adventskalender ausgepackt habe. Da habe ich mir gedacht, okay, Mauve oder was auch immer, ne, fand ich ganz witzig. Aber nee, das steht mir auch irgendwo überhaupt nicht. Ne? Auch dieses Altrosa und nee. Feind, matt, Lip Chubby, ne, matt. Den hatte ich auch im Adventskalender. Das ist auch so ein bräunlicher Ton. Ja, also
bräunliche Töne habe ich einige da. Da brauche ich nicht noch einen matten. Catrice Prisma Chrome 060. Das ist ja wirklich so ein prismatischer Lippenstift, der auf den Lippen lange nicht so dunkel rüberkommt, wie er jetzt hier aussieht. Ne? Der ist deutlich heller, aber er glitzert halt einfach und du spürst diese Glitzerpigmente auf den Lippen. Mag ich nicht. Glaudoscope Catrice Highlighter Palette, ebenfalls aussortiert, weil Creme Highlighter benutze ich nicht. Ich habe die auch nie verwendet. Glow to Go heißt die, glaube ich. Und ja, wie gesagt, nie verwendet. Die ist halt einfach nur hier irgendwie da ein bisschen gebrochen in der Verpackung. Von Youstar aus dem Adventskalender Wild Shades Eyeshadow Palette. Die habe ich auf den Augen verwendet, mehrfach getestet. War super von der Qualität her, aber ich habe sie nicht vertragen. Wahrscheinlich, weil ich zu dem Zeitpunkt auch selber wieder irritierte Haut hatte. Da kann ich halt nicht alles Mögliche an Produkten verwenden. Anfangs hat es funktioniert. Ich kriege sie gar nicht auf. Was soll ich sagen? Anfangs hat es ganz gut funktioniert, aber mit der Zeit, also du kannst da wundervolle Looks mit schminken, weil du teilweise auch so Duochromes da drin hast. Du hast richtig knalle, geile Farben da drin. Alles Schimmertöne. Eigentlich liebe ich diese Töne. Ich liebe eigentlich diese Palette, weil das ist die absolute Claudie-Palette. Dieser Ton hier, ne? Den fand ich so schön. Den kannst du solo auf dem Lid tragen. Fertig. Ja, das geht mir echt leid ab, diese Palette wegzugeben. Und von Revolution die Lidschattenpalette Reloaded Iconic Vitality gebe ich weiter, weil ich jetzt mittlerweile doch eine Lidschattensammlung habe, wo ich halt diese Töne schon drin habe in einer anderen Qualität, die mir dann auch besser gefällt. Und ich halt eher weniger zu diesen rötlichen Tönen gegriffen habe, also zu diesen beiden eher weniger. Und mich dann halt mehr so in diesem Bereich aufgehalten habe, der halt vollkommen natürlich ist. Und Nude-Paletten habe ich, wie gesagt, einige da. Ja, auch die liebe Sebasti kann sich dementsprechend über ziemlich schöne Produkte in der Box freuen. Die hat sie sicher auch selber ausgesucht und ne, ich bin ganz froh, dass ich sie damit glücklich machen kann und dass diese Produkte dann bei ihr ein schönes neues Zuhause finden. Garantiert haben jetzt auch schon einige bei euch in die Kommentare geschrieben, hey, voll cool, ich möchte auch mal ein Tauschpaket machen, Trashpaket. Wie geil wäre das doch einfach, wenn ihr euch unten in meinen Kommentaren treffen würdet und dann quasi über die Kommentare kennenlernt, vielleicht dann später über Instagram austauscht und dann könnt ihr zusammen Trash-Pakete machen oder Tauschpakete. Weil ich habe ja meine Standardpartnerinnen, sage ich mal, mit denen ich das halt immer wieder mache und bin dann in dem Sinne auch ganz gut versorgt. Aber da wäre es doch super, wenn ihr euch darüber kennenlernen könntet und dann zusammen Pakete macht, oder? Dies hier ist quasi eine Lernt euch in meinen Kommentaren kennen Börse. So, und hier ist dann die Box für die liebe Sebasti. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich für die Wohngruppe aus der Jugendhilfe gepackt habe oder packen werde. Es wird natürlich alles noch richtig schön eingepackt, sicher verpackt, damit halt nichts kaputt geht auf der weiten Reise. Und ja. Da zeige ich euch erstmal die aussortierten Produkte. Das ist einmal hier ein Augenbrauenstift von Rival de Loop. Den habe ich in meiner Glossybox Young drin gehabt letztens. Passt mir von der Farbe leider überhaupt nicht. Dann habe ich hier von Rival de Loop Young einen Eyeshadow Pencil in der Farbe 23 Frozen Denim. Der sieht bei mir einfach nicht aus. Tatsache. Ebenfalls von Rival de Loop Young habe ich hier einen Lollipop Lip Gloss in der Farbe Sweet Toffee aussortiert. Mag diese Glosse leider nicht. Die sehen unheimlich süß aus und man will, dass sie einem gefallen, aber sie tun es dann doch nicht. Den Highlighter-Stick von Maybelline habe ich aussortiert, weil es ist ein Highlighter-Stick, den ich nicht verwende. Diverse Lippenprodukte habe ich hier, weil ich meine Lippenstiftsammlung enorm aussortiert habe. Da sage ich jetzt nicht den konkreten Grund. Ich habe einfach zu viel. Ich sage einfach, welche Produkte. Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Jean Darcel Liquid Lipstick. Colors Liquid Lipstick von Boutique. Generation Matte von Catrice Liquid Lipstick. Catrice Liquid Lip Powder Metal Matte. Youstar Lip Gloss. Balea Pearly Vanilla Lippenpflegestift. Lano Lips Hydrating Lip Luminizer. Wet n Wild Mega Slicks Balm Stain Moisturizing Lip Color. Catrice Glow Gloss. I Heart Revolution Lippenstift. H&M, ein roter Lippenstift in Mini-Format. Tamtam Brilliant Lip Gloss Coco. Wet n Wild Pout & Shock Gel Lip Balm.
weitere Produkte. Ist hier von Revolution Pro ein Ultra Fine Gel Pencil. Das ist einfach ein Eyeliner Stift. Kann ich nicht anspitzen, das ist mein Problem. Von Alverde Duo Concealer, Eye Brightener Concealer und Wake Up Effect Koffein Serum. Komme ich nicht mit klar. Ist wahrscheinlich ähnlich wie der Under Eye Corrector von Becca tatsächlich. Komme ich nicht mit klar. Von NYX HD Studio Photogenic Concealer. Damit, das ist, nee. Also, bei aller Liebe, ne? Nee. Nee, das ist kein Concealer für mich. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wofür man das verwenden soll, aber ich krieg's nicht hin. Wofür auch immer, ich krieg's nicht hin. Auch aus dem Luvia Prime Vegan Set, das ist dieser ultra präzise, schmale Pinsel. Kann ich nichts mit anfangen. Liquid Ink Eyeliner von Essence. Der ist mir, ich komme damit nicht klar, weil der halt, das ist halt so ein Dip Eyeliner und die Spitze vorne dran ist mir einfach zu unpräzise. Ich bleib halt wirklich bei meinen Eyeliner, Stift. Dann hatte ich auch schon mal in der Glossy Box Young so ein Produkt drin. Das kannst du einerseits als Haarbürste verwenden und gleichzeitig sind es auch noch Bobby Pins. Also, ne, da können junge Mädchen wahrscheinlich mehr mit anfangen als ich, weil ich mache mir einfach nicht wirklich Frisuren. Von Miss Lynn True Color Eyeshadow Base. Das ist eine ganz weiße Base. Hat mir nicht gefallen. War mir irgendwie zu pastig. Da habe ich lieber die anderen Eyeshadow Bases von Catrice zum Beispiel. Die sind dann irgendwie, funktionieren die auch besser. Und die war halt einfach weiß, ne? Da musstest du echt zusehen, dass du auch dein komplettes Auge schminkst. Das ist mir dann zu aufwendig. Von Essence habe ich hier Loose Glitters. Das sind einfach Sternchen. Ich weiß nicht, die können die sonst auch als Streudeko verwenden. Das ist doch eigentlich ganz niedlich. Dann, ja, wenn man Bock drauf hat, Douglas Sun Self Tanning Concentrate. Also da sind halt auch Mädels mit dabei, ne? Von 8 bis 18, sagte mir die Betreuerin tatsächlich. Und vielleicht haben die dann ja auch Bock, wenn die 18 sind oder 17, 18, mal so ein bisschen Self Tan auszuprobieren. Ne? In dem Alter ist man etwas experimentierfreudiger. Wet n Wild Natural Finish Setting Spray. Das ist dieses hier. Das ist mir einfach zu nass. Springt mich quasi an, wenn ich es drauf mache. Dann von Aloha oder von De Bruyere ist es ein Monoir Body Splash mit 50 ml. Ja, das ist einfach so ein Body Parfum. So ein bisschen Body Parfum und gleichzeitig Erfrischung. Von Physicians Formula Shimmer Strips Extreme Shimmer. Also das ist so ein Duo jeweils mit Kohl Eyeliner und Dip Glitter Eyeliner. Ich verwende sowas nicht. Ich verwende es nicht. Es war in meiner Physicians Formula Surprise Bag, glaube ich, sogar mit drin. Ein Liquid Eyeliner Pure Metal Veil von Absolute New York. Ja, ne? Vertrage ich nicht, beziehungsweise geht mir in die Crease rein. Das geht nicht, das mag ich nicht. Von Model Co. den Contour Stick. Ich mache kein Cream Contouring. Die Eye Divine Lidschattenpalette von Sleek Au Naturel ist mir einfach zu langweilig. Sind schöne Töne, aber ich habe diese Töne schon in anderen Paletten. Ich dachte eigentlich, diese Sleek-Qualität, Sleek-Hype kommt zu mir. Ich möchte auch, aber nö. Die XXL Rival de Loop Young Glam Eyeshadow Palette war, glaube ich, auch mal in der Pinkbox mit drin. Die ist mir zu dunkel und zu schwach. Ich weiß nicht, woher diese künstlichen Wimpern kommen. Aber ich hatte sie jetzt hier in der Hand und mit Wimpernkleber und ich habe mir gedacht, vielleicht ist eine Lady dabei, die richtig Bock auf sowas hat, dann kommt es da auch mit rein. Von Essence, die Born Awesome Palette. Ist mir von der Qualität jetzt nicht so ein Freund. Ist mir zu schwach. Zu. Nee. Verwende ich nicht gerne. Die Youstar Ever Shades Flamingo Eyeshadow Collection ist von der Pigmentierung her sogar sehr, sehr nett. Funktioniert auch echt schön, aber sie ist halt wirklich sehr neutral. Und wobei hier geht es halt auch ins Rötliche, aber so neutrale Paletten habe ich mittlerweile oder die Töne aus der Palette zuhauf. Also die Farben sind wie Butter, die lassen sich wundervoll ausblenden. Es hat richtig Spaß gemacht, auch damit Make-up zu schminken. Aber ich habe andere. Von Sephora die Under the Cover ist hier ein Mono-Lidschatten. Ich mag keine Monos. Von Physicians Formula habe ich dieses wunderschöne Lidschattenpalettchen aussortiert. Ich finde es eigentlich auch echt schön, aber auch da, ja, der blaue Ton ist schon geil, ne? Ja, aber nie. Nie. Lässt sich auch wunderschön auftragen, kannst du auch wunderschön nur jede einzelne Farbe für sich auf dem Auge tragen. Aber dafür greife ich da zu wenig zu.
Also darf sich da jetzt jemand anders drüber freuen. Von Maybelline das Dream Matte Blush in der Farbe Move Intrigue. Ich mag keinen Cream Blush. Als ich den Adventskalender aufgemacht habe und das das erste Mal verwendet habe, habe ich mir gedacht, komm Claudi, versuch's mal. Alle schwärmen davon, von Cream Blushes. Never ever wieder verwendet, weil nein, greife ich nicht zu. Dann habe ich hier All Matte Anti Shine Paper von Catrice. Auch das verwende ich einfach nicht. Von Essence Mattifying Compact Powder in der Farbe 10 Light Beige muss ich, glaube ich, auch nicht allzu viel zu sagen. Ne? Es mattiert halt und ich will keinen mattierenden Effekt haben. Von So Susan haben wir hier den Healthy Glow Powder Bronzer, der mir einfach viel zu dunkel ist und viel zu glitzerig. Also der ist fast schon wie ein Highlighter, Leute. Das muss man ja wirklich mal an dieser Stelle sagen, ne? So schaut der aus, beziehungsweise der hauptsächliche Glow war ein Overspray. Aber was da jetzt runterkommt, ist einfach viel zu dunkel. Dann habe ich hier noch das Camera Powder von True and Lucious, was einfach mein Gesicht weiß macht, weil es leider nicht so translucent ist, wie es sein sollte. Matte Manna Blush von Miss Lynn habe ich ebenfalls aussortiert. Mag ich nicht so gerne auf meinem Gesicht. Ist mir dann irgendwie doch ein bisschen zu rosastichig. Von Essence It's All About Brows. Die 4 in 1 Palette wird ebenfalls aussortiert, weil ich da einfach null zugreife. Ich habe zwei Puder-Augenbrauen-Paletten, die ich jetzt auch ab und zu mal verwende, aber die von Essence null. Greife ich nicht zu. Der Make-up Obsession Live Love London Large Bronzer wird ebenfalls aussortiert und weitergegeben, weil er mir zu warm ist. Ein Aufschrei geht durch die Menge. Love Sun Blurring Bronzing Powder in der Farbe 010 Central Caramel habe ich in einer anderen Farbe da. Wie The Next CEO oder so ähnlich. Der ist mir einfach zu hell. Next One ist ein Augenbrauen-Kit von Catrice Matte and Glow. Was soll das? Ich weiß es nicht. Ich komme damit nicht klar. Da ist eine richtig helle, schimmernde Farbe in der Mitte. Ich habe es, glaube ich, einmal kurz verwendet. Da ist ein Augenbrauen-Gel, eine Augenbrauenfarbe, die mir nicht wirklich passt. Und ein sehr, sehr schimmerndes Augenbrauenprodukt, was die Augenbrauen schimmern machen soll. Nein. Ja, das tat mir in der Seele weh, aber er ist mir einfach zu hell. Clinique, das ist ein Blush und zwar Precious Posy. Der ist so hell, den sehe ich gar nicht auf meinem Gesicht. Das ist traurig, weil ich liebe Clinique. Ja, da sehen wir wieder, hier sind Marken drin, die ich wirklich liebe und die halt auch andere Produkte rausgebracht habe, die ich so, so gern verwende und wo ich auch Favoriten in der Marke habe. Aber manche Produkte funktionieren einfach nicht. Das hier tut mir auch in der Seele weh. Das ist ein Blush von Dr. Pierre Ricot. Das finde ich echt traurig. Blush Balmain Bronzed Effect Blusher. Auch der ist mir einfach zu hell. Der ist fast nicht sichtbar auf meiner Haut. Das ist halt ein ganz helles Peach. Leider. Ja, wunderschön, ne? Tolle Marke. Essence Matte Touch Blush. Auch der war mir zu hell. In der Farbe 10 Peach Me Up. In der anderen Farbe wird er mir wahrscheinlich sehr gut passen. Aber die Farbe war einfach zu hell. Ich meine, jetzt bin ich ja auch keine Foundation und so weiter, aber wenn ich dann Foundation und Bronzer und sowas drauf habe und dann den siehst du kaum, der geht einfach unter. Nee. So, jetzt kommen wir zu irre vielen Nagellacken, die ich tatsächlich auch noch aussortiert habe. Von Sally Hansen, das ist dieser hier. Da sage ich jetzt auch nicht allzu viel zu, das liegt dann daran, dass ich Farben doppelt habe oder dass sie mir vielleicht von einer anderen Farbe, die ich sehr ähnlich habe und beide dann, ich mache gerne den Fußtest, das heißt, ich gebe mir die Lacke meistens auf die Füße, ein rechts, ein links und lass die dann drauf und schaue, welcher von den beiden Lacken dann länger hält, besser funktioniert, besser deckt, ein besseres Füßchen hat oder so und bei dem Duell muss dann meistens mindestens einer gehen. Manchmal müssen auch beide gehen. Catrice Shake and Seal Top Coat. Wet n Wild Wild Shine Nail Color. Okay, das ist ein Glitzerpuder, loses Glitzer. Das ist so ein Holo-Glitzer. Kann man halt als Kind wahrscheinlich oder als junges Mädchen sehr schön tragen. Oder halt zu Weihnachten, zu Silvester, wie auch immer. Ich komme mit sowas nicht klar. Trend It Up Christmas Nail Polish. Die Nummer 24 aus dem Trend It Up Adventskalender. Der ja total großartig war. Alessandro Pro White Effect Polish. Trended Up Number One Nail Polish in der Farbe 240.
Nail Geek, das ist dieser hier. Sally Hansen, auch wieder ein kupferfarbener Goldschimmerlack. Catrice, Icon Nails, All That Glitters Is Gold. Der neue Ford Fiesta, Essence, Happy Snow. Wet n Wild One Step Wonder Gel Nail Color. Icon Nails von Catrice in Weiß, Milky Bay. Und Catrice Brown Collection in der Farbe Unmistakable Style. Joa, und dann habe ich noch ein Primer aussortiert, weil ich einfach mit dem Duft nicht klarkomme. Und zwar ist es von Alterra, der Anti-Stress Primer Lavendel. Hat gut auf der Haut funktioniert bei mir, hat meine Haut auch nicht irritiert oder sonst irgendwas. Aber ich konnte den Duft nicht haben, obwohl ich Lavendel sehr, sehr gerne mag. Und weil ich einfach finde, dass sich in dieser Kiste hier zu wenig befindet, bin ich dann nochmal durch meine Schränke gegangen und auch durch meine Backup-Sammlung und habe komplett neue Produkte aussortiert. Und das ist einmal diese große Kiste voll geworden. Das werde ich aber nicht im Detail zeigen, Leute. Da sind halt wundervolle Produkte drin, die halt auch für Teenies total großartig sind, wo die sich tierisch drüber freuen werden. Aber auch so ein Elektro-Gedöns habe ich hier mit reingemacht. Das ist ja fürs Fahrrad so ein Andromian Bike Cradle, keine Ahnung. Ich habe nicht mal ein Fahrrad, das habe ich vor Jahren von meinem Freund gekriegt, Invisi Bobbles. Und von Simple mit Zellenreinigungswasser, von Jean and Len Body Lotion und Duschmousse und Handcreme hier. Und hier von Triacle Moon eine Handcreme und. Also unfassbar viele Produkte, Masken, aber auch dekorative Kosmetik ist da unten drunter. Nagellacke, die komplett neu sind. Ein bisschen Schmuck habe ich da noch mit reingemacht. Dann habe ich hier noch ein Beutelchen genommen, wo ich komplett mal meine ganzen Beautyblender aussortiert habe und ganz, ganz viele hier mit reingegeben habe. Sau viel, weil ich einfach fand... Das will ich einfach. Das sind 12 Mädels und ja, die sollen jetzt einfach mal sich diese Kiste vornehmen. Ich weiß nicht, wie groß dann das Paket wird, was ich da hinschicke und ob ich es vielleicht auf 2 Pakete aufteilen muss. Aber ich möchte denen einfach eine ultra große Freude machen und ich denke, dass ich das jetzt auch jedes Mal so machen werde, dass ich halt einen Teil von den aussortierten Produkten ja dann an die schicke, ne? Weil jetzt habe ich eine Adresse, wo ich es hinschicken kann und die freuen sich halt auch sehr drüber und deswegen weiß ich, dass ich das an jemanden schicke, der sich drüber freut und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich hier nochmal eine große Kiste gepackt, nachdem ich mit denen dort telefoniert habe, weil ich halt auch einfach fand, hier sind viel zu wenig Pflegeprodukte drin, musste nochmal eine ganze Kiste halt her und ja, das waren jetzt komplett meine aussortierten Produkte, aktuell. Das heißt, ich kann jetzt ja im Prinzip schon mal anfangen, euch meine Make-up-Sammlung abzufilmen. Ich habe ja schon mal angekündigt, es wird ein Samstagssammlungsvideo geben, Marathon, wie auch immer. Das heißt, jeden Samstag wird dann jetzt immer ein Video online kommen, wo ich einen Teil meiner Sammlung zeige. Ne, sei es, dass ich sage, ich zeige euch jetzt alle Blushes oder ich zeige euch alle Lippenprodukte, ich zeige euch alle Nagellacke, alle Foundations, alle was auch immer. Ich werde versuchen, das nicht so lange zu machen wie dieses Video, aber das war mir jetzt einfach irgendwie mal eine Freude. Komplett mal radikal auszusortieren. Es hat echt gut getan. Ich fühle mich befreit und finde, meine Sammlung ist jetzt auch weitestgehend bereinigt, in Anführungsstrichen, von Karteileichen, von ja, Produkten, die ich jetzt einfach nicht mehr benutze. Ne? Und ja, auch Platz für Neues. Und so geht es halt immer weiter bei mir. Aber wir sind auf einem Beauty-Kanal. Hier wird getestet, hier wird reviewed und ja, ne? Deswegen darf auch mal das ein oder andere Produkt gehen. So, ihr Lieben, das war mein Aussortiert-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine ganzen Aussortiert- und Plattgemacht-Videos oder Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Nö, Quatsch. Hier oben verlinke ich dir meine Sammlung. Genau, denn jetzt fangen wir eine neue Playlist an. Genau, da sind noch die Sachen aus dem alten Jahr auch schon drin. Also quasi kannst du auch mal schauen, was ich damals so hatte in Relation zu dem, was ich heute habe. Es ist gewachsen. Ich rede. Ich rede und rede und rede. Und ich habe nur 20 Sekunden für den Abspann, Leute. Ne? Jetzt aber. Hier oben verlinke ich dir meine Playlist zu den ganzen
Sammlungsvideos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!